Artikelnummer SCP-579. Objektklasse Keter. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-579 befindet sich derzeit in Standort 62C, einer Anlage, die sich etwa 80 Kilometer von Standort, dem Hauptstandort, entfernt befindet. Das Wissen um die Existenz dieses Standorts wurde als nicht essentiell für Mitarbeiter eingestuft, die nicht direkt an der Eindämmung von SCP-579 beteiligt sind. Der Standort besteht aus dem Gebäude, in dem SCP-579 verwahrt wird, und den Wohnräumen für das für die Verwahrung verantwortliche Personal. SCP-579 ist in eine 30x30x30 Meter große Einheit aus Daten gelöscht eingebettet, in der SCP-579 durch den Einsatz von Elektromagneten dauerhaft in der Schwebe gehalten wird. Standort besitzt eine direkte Leitung zum Oberkommando, über die alle Berichte und Benachrichtigungen erfolgen müssen. Die Mitarbeiter bestehen aus zwei Teams, jeweils 17 Level 1 Mitarbeiter, 3 Level 2 Mitarbeiter und einem Level 4 Mitarbeiter, die alle 2 Wochen wechseln. Alle Instrumente sind halbstündlich zu überprüfen, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Änderungen eines Messwertes sind unverzüglich dem Oberkommando zu melden. Jedes Instrument oder elektronische Gerät, das mehr als 0,2% Abweichung von seinem Median registriert oder Fehler oder Funktionsstörungen anzeigt, führt zur automatischen Ausführung von Maßnahme 326 Israfil. Routinemäßige Meldungen an das Oberkommando sind stündlich vorzunehmen. Wenn ein Bericht nicht innerhalb von 7 Minuten nach seiner geplanten Zeit empfangen wird, ist Maßnahme 10 Israfil A auszuführen. Es sind absolut keine anderen als die oben genannten Maßnahmen in Bezug auf SCP-579 zu ergreifen. Beschreibung: Daten gelöscht. Anhang 579-001. Maßnahme 10 Israfil A. Türen, Fenster und andere mögliche Ausgänge von Standort sind abzuschotten, um den Transfer von Personal in oder aus dem Standort zu verhindern. Die für Maßnahme 10 Israfil B erforderlichen Teams und Ressourcen sind vorzubereiten und in Position zu bringen. Wenn rechtzeitig die Berichte zum Oberkommando wieder empfangen werden oder wenn Instrumente oder elektronische Geräte in ihren Normalzustand zurückkehren, wird vom Oberkommando eine Entwarnung ausgegeben. Wenn es 7 Minuten nach Beginn der Maßnahme 10 Israfil A keine Entwarnung gibt, ist Maßnahme 10 Israfil B auszuführen. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwelche Instrumente oder elektronischen Geräte in der Nähe von SCP-579 erhebliche Fehler oder Abweichungen von normalem Betrieb aufweisen, muss Maßnahme 10 Israfil B sofort ausgeführt werden. Wenn eine Entwarnung ausgegeben wird, müssen mindestens 72 Stunden ohne weitere Anomalien vergehen, bevor der Standort entsiegelt werden kann und die Teams für Maßnahme 10 Israfil B zurückgeschickt werden. Maßnahme 10 Israfil B. Die Tür zu Standort 62, SCP-004, muss zerstört werden. Dies muss unabhängig von den im Standort verbleibenden Personen oder Einrichtungen erfolgen. Reste der Tür oder die Tür selbst, sollte sich die Zerstörung als unmöglich erweisen, sind in gleicher Weise wie SCP-579 zu verwahren. Das Oberkommando wird dann weitere Anweisungen erteilen. Anhang 579-002. Im Fall einer erfolgreichen Maßnahme 10 Israfil B sind alle versiegelten Dokumente bezüglich SCP-579 an alle an der Maßnahme beteiligten Personen herauszugeben. Die in den Dokumenten beschriebenen Verfahren sind zu befolgen, gegebenenfalls zusammen mit Notfallplänen. Beachten Sie, dass selbst bei erfolgreicher Durchführung der Maßnahme 10 Israfil B Schätzungen zufolge das Auftreten von Daten gelöscht bei einem Jahr oder weniger liegt. Sollte SCP-579 in irgendeiner Form von SCP, irgendeiner Anti-Foundation oder öffentlichen Gruppe oder Daten gelöscht erwähnt werden, wird empfohlen, Maßnahme 10 Israfil A unverzüglich wie geplant durchzuführen. Im Falle einer erfolglosen Maßnahme 10 Israfil B sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Daten gelöscht. Anhang 579 Chronologie. Ereignis 0. SCP-579 wird entdeckt. Der Ursprung ist Daten gelöscht. Ereignis 1. Eine erste Bewertung von SCP-579 wird durchgeführt. Daten gelöscht. Ereignis 2. SCP-579 wird versehentlich aus seinem Ursprungsort entfernt. Daten gelöscht. Ereignis 3. Daten gelöscht. Ereignis 4. Daten gelöscht. Ereignis 5. Daten gelöscht. Ereignis 6. Daten gelöscht.
Ereignis 7. Daten gelöscht. Ereignis 8. SCP-579 wird erfolgreich verwahrt. Daten gelöscht. Ereignis 9. SCP-579 wird nach Standort 4 verlegt. Daten gelöscht. Ereignis 10. Die Eindämmung ist fehlgeschlagen. Verlust von Standort 4. Daten gelöscht. Ereignis 11. SCP-579 wird erfolgreich verwahrt. Daten gelöscht. Ereignis 12. SCP-579 wird nach Standort 31 verlegt. Daten gelöscht. Ereignis 13. Die Eindämmung ist fehlgeschlagen. Verlust von Standort 31. Daten gelöscht. Ereignis 14. SCP-579 wird erfolgreich verwahrt. Daten gelöscht. Ereignis 15. SCP-579 wird nach Standort 26 verlegt. Daten gelöscht. Ereignis 16. Die Eindämmung ist fehlgeschlagen. Verlust von Standort 26. Daten gelöscht. Ereignis 17. SCP-579 wird erfolgreich verwahrt. Daten gelöscht. Ereignis 18. Es wird versucht, SCP-579 zu zerstören. Der Versuch schlägt fehl. Daten gelöscht. Ereignis 19. Es wird versucht, SCP-579 zu zerstören. Der Versuch schlägt fehl. Daten gelöscht. Ereignis 20. Es wird versucht, SCP-579 zu zerstören. Der Versuch schlägt fehl. Daten gelöscht. Ereignis 21. Es wird versucht, SCP-579 zu zerstören. Der Versuch schlägt fehl. Daten gelöscht. Ereignis 22. Die Eindämmung ist fehlgeschlagen. Daten gelöscht. Ereignis 23. Daten gelöscht. Ereignis 24. Daten gelöscht. Ereignis 25. SCP-579 wird erfolgreich verwahrt. Daten gelöscht. Ereignis 26. SCP-579 wird in die Nähe des Ursprungsorts transportiert. Daten gelöscht. Ereignis 27. Es wurde versucht, SCP-579 zum Ursprungsort zurückzubringen. Der Versuch ist fehlgeschlagen. Daten gelöscht. Ereignis 28. Es wurde versucht, SCP-579 zum Ursprungsort zurückzubringen. Der Versuch ist fehlgeschlagen. Daten gelöscht. Ereignis 29. Es wurde versucht, SCP-579 zum Ursprungsort zurückzubringen. Der Versuch ist fehlgeschlagen. Daten gelöscht. Ereignis 30. Es wurde versucht, SCP-579 zum Ursprungsort zurückzubringen. Der Versuch ist fehlgeschlagen, was zum Verlust des Ursprungsorts führte. Daten gelöscht. Ereignis 31. Die Eindämmung ist fehlgeschlagen. Daten gelöscht. Ereignis 32. Daten gelöscht. Ereignis 33. Daten gelöscht. Ereignis 34. Daten gelöscht. Ereignis 35. Daten gelöscht. Ereignis 36. SCP-579 wird erfolgreich verwahrt. Daten gelöscht. Ereignis 37. SCP-579 wird nach Standort verlegt. Daten gelöscht. Ereignis 38. SCP-579 unterläuft bisher unbeobachtete Veränderungen, von denen angenommen wird, dass sie Daten gelöscht betreffen. Die Eindämmung hält, auch wenn festgestellt wurde, dass dies nicht auf das Verwahrungsverfahren zurückzuführen ist. Daten gelöscht. Ereignis 39. Das Oberkommando verhängt die Informationssperre über Standort. Daten gelöscht. Ereignis 40. Agent formuliert einen aktuellen Eindämmungsplan. Daten gelöscht. Ereignis 41. Standort 62C wird gebaut. Daten gelöscht. Ereignis 42. SCP-579 wird nach Standort verlegt. Daten gelöscht. Ereignis 43. Das Oberkommando versiegelt alle Daten, die nicht für die Eindämmung von SCP-579 benötigt werden. Eine Terminierung von Agenten zur Verhinderung von Datenweitergabe bezüglich SCP-579 wird als unnötig erachtet, da nur noch 7 solche Agenten übrig sind. Diese Agenten werden als Berater gehalten, falls zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit SCP-579 eintreten sollten.